Also, ich bezweifle mal, dass die hier oben sind. So, und gleich befinden wir uns hier im Sperrgebiet. Attentat! Haha, das hatte doch Stil. So, haben wir hier noch ein paar Prostituierte. Bam, bam. Ja, ist ja gut. Du bist ein Arzt, du bist gut. Oh Mann, ey, jetzt muss ich die ernsthaft jedes Mal da zurückbringen. Das kann ich nicht. So ein Scheiß, ey. Los, los, los. Oh, ich muss auch noch hochklettern. Scheiße, ey. Na gut. Hopp, das kriegt ihr ja wohl hin, ne? Ja, bleibt unten. So ein Scheiß! Da war ich fast oben und spring wieder runter. Ich bopp, ey. Ich glaube, ich sollte mich das auch kann ich besser nicht. in Form halten. Doch, das könnt ihr. Los. Hoch mit euch! Hier lag. So, haben wir's. Und er springt wieder runter. Toll, wie stumpf. Wir machen das Gleiche. Und ups. Ach ja, ich liebe das. Warum nicht? Ich habe traditionelle Mittel und ja, los kommt der Kampf. Kein Wunder, dass man reicht. Flatsch. Ey! Spasti. Na? Scheiße, zu spät. Verdammt, zu früh. Verdammt! Die Speere sind verdammt scheiße zu kontern. Verrecke, Schlampe. Ey. Ey. Wie er sich abgemault hat. Alter, wie ich ihn fertig mache gerade. Na, das gefällt mir doch recht sehr. So, nächsten würde ich sagen. Und wo wir schon dabei sind, ich sehe gerade über dem Käfig ist noch ein Steckbrief. Den können wir ja direkt hier mal entsorgen. Und über die Dächer abhauen. Da hinten sehe ich es schon. Na, die kommen nicht ganz hinterher, muss ich kurz warten. Sehr schön. Reicht ja, wenn einer das schafft. Runter! Runter!
Na, der letzte Bronner. Einen Augenblick warte ich noch kurz auf den. Und weiter geht's. Und los. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Das heißt, wo wird die... Ach so. Frechheit. Was glitzert hier gerade so? Ist das da unten eine Truhe? Ah, okay. Die hole ich mir aber einen anderen Mal. Dafür ist jetzt keine Zeit gerade. So, guck mal, haben es alle geschafft hier. Ab. So, und ich glaube, das ist jetzt am weitesten weg. 110. Joa, passt, ne? Oh, verdammt. Da habe ich ein bisschen zu spät gedrückt. Nochmal 1000 praktisch, quasi. Hallo? Oh, dann nicht. Dann nicht! Hallo? Ich möchte einfach nur hochklettern, eigentlich gar nicht hochspringen. Ups. Was klingt denn hier so nach Glitzern? Egal. Egal. Einfach so, weil ich es kann. Schwimmen wir mal eine Runde. Oh, da ist es schon direkt. Sehr nice. Jetzt müssen wir nur noch nach oben klettern irgendwie, weil ich würde ganz gerne über die Dächer. Hier ist eine Leiter. Oh, trifft sich doch gut. Oh, dann guck mal in den Spiegel. Ah, verdammt, und ich habe immer noch keine Wurfmesser. Ja, ich denke dran. Ja, auch das war so geplant, weil ich die Feder haben wollte. Da, auf ihn! Oh, voll daneben, Junge. Voll daneben, voll verkackt. So, kriege ich hier einen Doppelattentat hin? Jawohl! Double Kill! Oh, verdammt. Ah, scheiße! Scheiße! Ich habe vergessen, dass ich durch den Sturzschaden etwas wenig Leben hatte. Gut, also merken, zum Arzt muss ich auch noch. Verdammt! Wieso kriege ich das gerade nicht hin? Oh. Und den nächsten auch gleich. Keine Chance haben die. Gut, ich musste mich heilen, aber das ignorieren wir einfach mal getrost. Oh, blutbeschmiert sind wir ein bisschen. Double Kill. So, ich würde sagen, wir sind über die Dächer hergekommen, dann gehen wir auch über die Dächer zurück. Ist sowieso am sichersten. Zumindest soweit es geht, gehen wir über die Dächer wieder zurück. Ups. 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 Sorry, Kumpel. Ich hab Skill. Gut. Da geht's rüber. Ich bin verrückt. Ja, das stimmt. Du wirst
Nichts da! So, jetzt müssen wir noch kurz auf die warten. Und voilà, wir sind da. Kein Verbündeten verloren. Perfekt. Das ist doch gut. Ja. Ja, ja. Oh ja. Beeindruckend. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ach nicht? Ich gefalle gerne. Ich unterrichte an. Na, Kerl nicht unbedingt, aber. Später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trifft mich bei den Docks. Dann sage ich mir. Alles klar. Nochmal 2500 dazu bekommen. Und ich würde sagen, bevor wir das da bei den Docks alles machen, Schnellreisestation, geht's nach Monteregioni. Denn wir haben inzwischen über 40.000 zusammen. Davon können wir uns schön was kaufen. Und tschüss. Oh, ist. Ich wollte gerade sagen, ist die Leiche gestorben? Ausländer. Noch einmal diese Rassisten. Bekanntheitsgrad erstmal ordentlich gesenkt. Das bringt es richtig. Diese Politiker, die Korrupten zu killen. Ja, ja. Ich dachte zuerst, ich segel daneben. Was willst du hier? Hey, Kolo, schnapp dich! Da drüben. Da. Ab. Plündern. Und? Wie viel? 500. Nur so wenig. Oh verdammt, ich habe dadurch tatsächlich Schaden genommen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ah, verdammt. Finde ich jetzt nicht. Scheiß drauf! Ein ekelhafter, wahnsinniger Assassine! Oh. Ich liebe es. Ab geht's nach Monteregioni. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Und die Ladesequenz überspringe ich. So, Laden ist beendet. Und ich würde sagen, den Arzt haben wir hier. 22.000, so, wir haben jetzt mal eben 46.000, das ist schon mal eine ganz anständige Nummer, ne? Das ist schon mal eine Hausnummer, die wir nutzen können, um uns weitere Upgrades zu kaufen. Und natürlich können wir auch die Codex-Seiten erweitern. Einkünfte werden genommen, 22.000. Codex-Wand. Interagieren. Jawohl, wir haben neue und damit können wir dann auch erstmal ganz kurz Adlerauge. Viva drehen noch gleich. Jawohl, so. So, das haben wir damit gedreht und wie gesagt, werde ich die vorlesen praktisch. Seite 4. Was folgt, sind die drei großen Ironien des Ordens der Assassinen. Erstens, wir streben danach, Frieden zu verbreiten, doch unser Mittel dazu ist der Mord. Zweitens, wir streben danach, den Geist der Menschen zu öffnen, doch wir verlangen Gehorsam gegenüber einem Herrn und einer Reihe von Regeln. Drittens, wir streben danach, die Gefahren blinden Glaubens aufzuzeigen, doch auch wir glauben blind. Ich habe keine befriedigende Antwort auf diese Vorwürfe, nur wahrscheinlich.